Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal, so funktioniert's. Wenn auch ihr einen Anhänger habt mit einer Auflaufbremse, dann solltet ihr etwas Wichtiges nicht vergessen, und zwar das Abschmieren der Mechanik für die Auflaufbremse. Hierzu gibt es eine gewisse Vorgehensweise. Was wir dazu brauchen, ist eine Fettpresse. Ich zeige euch mal genau, was das ist. Wenn euch das interessiert, wie man diesen Anhänger abschmiert, ich zeige es euch, bleibt dran, bis gleich. An meinem Anhänger hier sind jetzt sogar zwei Schmiernippel, hier sehen wir sie. Diese Schmiernippel hier, hier wird die Fettpresse bzw. die Kupplung dazu aufgesteckt. Und danach können wir das Fett hier in diesen Mechanismus der Auflaufbremse reinpressen. Wir sehen, danach wird es hier unten irgendwo rausquirlen. Wenn das der Fall ist, haben wir es ordnungsgemäß erledigt. Ich zeige euch mal, wie die Fettpresse aussieht. Falls euch auch noch interessiert, wie man so einen Anhänger überhaupt an ein Fahrzeug ankuppelt oder was es zu beachten gibt beim Zusammenschluss der Elektrik an das Fahrzeug, also den Stromstecker des Anhängers an das Fahrzeug. Hier gibt es auch noch ein paar Dinge zu beachten. Es gibt auch verschiedene Stecker und Aufsätze. Dazu habe ich schon ein Video abgedreht, beziehungsweise mehrere sogar. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal ansehen. Ich würde mich freuen und nicht vergessen zu abonnieren. Also, wie schon gesagt, was ihr dazu benötigt, ist so eine Fettpresse hier. Diese bekommt ihr in eurem Baumarkt. Die hat hier so einen Aufsatz, wie ihr sehen könnt. Das wird auf den Schmiernippel aufgesteckt und dann einfach durch Betätigen dieses Presshebels hier eingepresst. Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt auch verschiedene Aufsätze für verschiedene Schmiernippel und Winkel, damit ihr überall zurechtkommt. Das Ganze gäbe es auch sogar elektrisch oder mit Druckluft. Aber das ist jetzt für den privaten Gebrauch, zum ein paar Mal im Jahr seinen Anhänger abzuschmieren, völlig ausreichend, Freunde. Was ihr noch zusätzlich zu dieser Fettpresse benötigt, ist natürlich auch das geeignete Fett. Dieses kommt so in diesen Kartuschen hier. Das bekommt ihr genauso in eurem Baumarkt. Ihr könnt natürlich auch alles online bestellen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Und das ist jetzt einfach ein Mehrzweckfett. Eventuell könntet ihr euch auch noch beim Hersteller des Anhängers informieren, welches spezielle Fett ihr hier anwenden könntet. Ihr könnt aber natürlich einfach ein Mehrzweckfett verwenden, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass man schmiert, Freunde. Denn alles, was geschmiert wird, wird auch der Verschleiß reduziert. Denn es gibt nichts Schlimmeres wie eine Auflaufbremse, die niemals geschmiert wird. Dann werdet ihr sie baldmöglichst austauschen müssen, denn dann wird sie schnell einen Defekt aufweisen. Wenn euch interessiert, wie ihr diese Fettpresse mit dieser Kartusche hier befüllt, schreibt es mir in die Kommentarbox, dann mache ich ein extra Video dazu. Ich würde euch übrigens noch empfehlen, Handschuhe zu tragen, denn das ist eine ziemlich fettige Angelegenheit, um eure Hände hier vor diesem Fett hier zu schützen, denn das ist ziemlich mühsam wieder abzubekommen. Ich würde sagen, wir schmieren jetzt mal den Anhänger ab. Also, wir wollen jetzt unsere zwei Schmiernippel hier mit diesem Aufsatz hier. Also, wir haben jetzt hier diesen Schmiernippel. Jetzt stecken wir einfach den Aufsatz der Fettpresse hier, wird einfach nur drauf gesteckt mit ein bisschen Kraft. Zack, jetzt merkt ihr schon diesen leichten Widerstand. Und diese Bewegung hier ist normal, das muss so sein. Diese Bewegung hier braucht ihr. Lasst euch nicht verwirren. Schaut nur, dass es etwas, schaut nur, dass es halbwegs gerade drauf sitzt. Wenn seitlich hier Fett rausquirlt, dann müsst ihr vielleicht noch etwas drauf drücken oder einfach den Winkel hier besser beachten, damit das Fett nicht dort rauskommt, wo es nicht rauskommen soll. Wenn wir jetzt das schön aufgesetzt haben, hier halbwegs gerade, dann betätigen wir unsere Fettpresse. Und pumpen einfach das Fett jetzt da rein. Einmal einen Druck. Ich merke schon, wie sich das Fett jetzt hier reinpresst.
So, das war jetzt der dritte Pressvorgang. Hier hinten sehe ich noch nichts. Ich denke, ich kann noch mal drücken. Ich wechsle jetzt mal zum zweiten Schmiernippel hier. Ansetzen und pressen. Ungefähr 2-3 Pressvorgänge reichen hier völlig aus, Freunde, denn es quillt sonst nur unten raus und dann ist es sowieso verschwendet. Also zeige ich mal kurz, wie es unten rausquillt. Ich bin jetzt wieder beim hinteren Schmiernippel. Hier habe ich schon dreimal gedrückt. Ich drücke jetzt mal kurz drauf, damit ihr das seht. Zack, kommt schon unten raus. Somit sind wir fertig. Ihr habt es gesehen, unten ist es rausgekommen. Hier haben wir jetzt ein bisschen Fett, das würde ich sogar noch dran lassen, denn, und nicht abwischen, wisst ihr wieso? Damit das Ganze nicht rostet und auch nicht verdreckt, denn es kann mal gut sein, wenn der Anhänger immer draußen steht ohne Abdeckung, dass diese Schmiernippel hier, beziehungsweise die Öffnung hier verdreckt oder korrodiert oder oxidiert oder sonst irgendwas und dadurch die Schmierung nicht mehr gewährleistet werden kann, weil die Fettpresse nicht mehr durch die Öffnung durchkommt. Hier gibt es auch oft so Plastikkappen zum drübergeben, sind oft bei einem neuen Anhänger noch drauf. Mit der Zeit werden die natürlich durch die Sonneneinstrahlung porös und fallen halt dann von selber ab. Klar könnte man sie neu kaufen, aber wie gesagt, sie werden immer wieder abfallen. Ich lasse sie jetzt einfach schön fett dran. Somit ist der Schmiernippel auch ausreichend geschützt und ich hatte jetzt bisher eigentlich noch nie Probleme. Vor allem auch nicht, wenn man den Anhänger oft abschmiert, Freunde. So, wir haben jetzt das Ganze abgeschmiert. Ihr seht schon, ansetzen, 2-3 Mal drücken und die Sache ist schon erledigt. Ihr habt den Anhänger bzw. die Auflaufbremse, den Mechanismus wieder geschmiert und könnt somit wieder wochenlang fahren ohne Probleme. Wenn ihr den Hänger viel benutzt, sollte man das öfters machen, aber ihr seht eh, das ist eigentlich relativ gut merkbar, wenn sich die Auflaufbremse schlecht zusammenpressen lässt, also oder wenn ihr rückwärts irgendwo bergauf fahrt, merkt ihr es auch. Oder auch beim Bremsen, wenn er sich nicht mehr so gut zusammenschiebt über die Auflaufbremse, dann solltet ihr mal wieder abschmieren. Vorsorglich würde ich mal sagen, wenn ihr den Hänger wirklich oft benutzt, einmal im Monat könnte man das locker machen, Freunde. Ah, seht ihr, das habe ich noch vergessen. Hier am Stützrad, sogar hier ist noch ein Schmiernippel. Dieser könnten wir jetzt hier auch noch abschmieren, damit sich dieser Mechanismus hier schön drehen lässt. Denn das kann auch schon mal ordentlich haken, Freunde. Ja, Freunde, wenn euch das kurze Video hier gefallen hat zum Thema Abschmieren eines Anhängers und sozusagen die Wartung ordnungsgemäß durchzuführen, dann würde ich mich über einen Kommentar und ein Like und natürlich auch über ein Abo plus Abo-Glocke sehr freuen, Freunde. Denn nur so könnt ihr mich unterstützen. Das ist alles kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr so nett wärt und dies machen würdet. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann, macht's gut, euer So funktioniert's Kanal. Ciao.